Och, da ist ja jemand wach geworden und guckt ganz traurig. Wieso denn das? Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play The Sims 4. Oh Mann, wir haben einen dreiköpfigen Haushalt. Jetzt einen vollwertigen dreiköpfigen Haushalt. Zwar nicht die Idealbesetzung für viele, Mutter, Vater, Kind, sondern Mutter, Kind und bester Freund der Mutter, beziehungsweise vielleicht sogar auch bester Freund von Diana. Mal gucken. Miri ist ja noch zur Arbeit und die kleine Diana ist so gut wie ausgeschlafen. Aber sie ist, wie gesagt, nicht besonders gut gelaunt, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht holen wir den Martin schon mal hierher. Wie sieht's denn hier aus? Also, die Hygiene, ach so, von Martin. Die Hygiene lässt zu wünschen übrig. Hungrig ist sie auch noch und sie träumt von Lamas, okay. Martin. Hörst, fängt die schon wieder an mit dem Schlaf? Wieso? Sie ist doch vollkommen ausgeschlafen. Wir wecken sie jetzt mal. Wir wecken sie auf. Genau. So. Diana, hey, guten Morgen. Onkel Martin ist für dich da. Die Mamis arbeiten, aber ich passe den ganzen Tag auf dich auf. Und wir werden den ganzen Tag Spaß miteinander haben. Genau, wir wollen sie mal jetzt ganz früh in einem Schaumbad baden. Hoppala, schön aufpassen. Hey, kleine Maus, hast du vielleicht Bock, ein bisschen zu baden, ne? Guck mal, die Mami hat eine schöne Badewanne her. Oh, wie süß. Ja, klar, ne? Hoppala, das hat irgendwie ein bisschen geleckt. Dann baden wir sie mal schön. Oh, das ist bestimmt voll schön. Oh, und eine kleine nackte Diana da rein. Och, ist das putzig. Oh mein Gott. Oh ja, und mit dem schönen pinken Schwämmchen immer schön von oben nach unten. Genau. Ah. Ja, die Quietschentchen sind überhaupt nicht zum Essen da und die Haare müssen auch gewaschen werden. Wie gut, dass die Frisur dabei nicht auseinandergenommen wird, was? Wobei wir das vielleicht ja sogar ändern können. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier vorne irgendwo einen Spiegel hängen, da vorne, über den sich die Diana vielleicht auch sogar selber ankleiden kann dann, ha? Oh, schon fertig. Huch. Das alte Farbproblem. Hups. Alles klar, Moment. Ach so, Miri. Im Newsfeed von Miri ist ein Streit ausgebrochen. Es geht um ein T-Shirt, bei dem man sich nicht über die Farbe einigen wird. Zwei Farben stehen zur Auswahl, rot oder grün. Grün geht gar nicht. Also im ganzen Internetzeitalter sollte man mittlerweile wissen, grün geht im Fernsehen gar nicht wegen Greenscreens und so weiter. Es ist immer rot zu empfehlen. Da. Moment. Mittelgroß. Wow, rot. Die Fans. Was? Die Fans von freuen sich? Was? Ich glaube, da fehlt was. Die Fans von freuen sich, dass die gleiche Meinung vertritt. Also, das ist ja irgendwie alles total falsch geschrieben. Sie rebloggen ihren Post, um ihrer Meinung mehr Rückhalt zu geben. Leistungsverbesserung, deswegen mittelgroß. Ach, wie cool. Wie cool. Oh, und Diana ist umgezogen, oder? Ah, nee, das ist ja ihre Badeklamotte. Guck mal, und die Kleine hat jetzt aber auch Hunger. Also du, genau, sie ist so süß. Guckt euch das an, wie sie hier in diesem Fenster aussieht. Sie würde so gern auf dem Tablet Spiele spielen. Ja, irgendwo ist eins. Da müssen wir mal gucken, hat der Martin das jetzt im Inventar oder nicht? Nö, hat er nicht, aber ich glaube, ich habe das sogar mal geguckt. Er fühlt sich jetzt unwohl, warum? Weil er durchnässt ist, weil er ein Kleinkind gebadet hat. Ja, so ist das mit den Vaterfreuden, selbst wenn es nicht das eigene Kind ist, ne? Wir wollen ihr aber nicht die Leviten lesen und sie nicht nochmal ins Bett zurückbringen. Wir wollen ihr jetzt was zu essen geben. Kinderbetreuung. Und zwar Essen geben. Essen und Trinken natürlich. Ich hoffe, das macht der Martin auch noch. Muss sie zum Klo? Oh, Verdorri. Sie muss zum Klo. Dann machen wir das andersrum. Erstmal das weg und wieder. Moment. Mehr Auswahl. Kinderbetreuung. Das Outfit ändern. Als Pflegekind adoptieren. Ach, wie süß. Das geht sogar. Moment, Aktion vielleicht? Wo ist das? Wieso können wir ihr nicht sagen, dass sie mal zum... Warum können wir sie nicht aufs Töpfchen setzen? Muss sie denn überhaupt? Ne, muss sie gar nicht, ne? Oder? Blase ist... Ach so, das war jetzt wieder der Martin. Die Blase drückt, verwende eine Windel oder bring dem kleinen Kind bei, aufs Töpfchen zu gehen. Muss der Martin das vielleicht so machen? Diana beibringen, aufs Töpfchen zu gehen? So vielleicht? Genau, nach dem Bad erstmal so? Ah, Bunkaro. Ah, warum wippelst du denn so mit dem Hintern, sag mal, Diana? Essen oder Töpfchen, hm?
Na komm, ich bring dich mal runter und dann essen wir erstmal was. Genau. Bringen Sie mal runter und dann esst ihr mal schön was zusammen. Hier liegt noch ein Buch. Wer hat denn das hier liegen lassen? Oh mein Gott, ich stelle mir das so schön vor. Irgendwann wird Martin mit Diana vielleicht hier stehen und sie malt ein Bild auf einer Mini, auf einer Kinderstaffelei. Und er malt auf seiner großen. Oh, ist das nicht niedlich? Ist das nicht niedlich? Okay. Süßer hier. Was hältst du von was zu essen? Ist das nicht lecker? So, Moment. Wir wollen ja auch noch ein Getränk geben. Und zwar zum Frühstück erstmal ein bisschen Milch. So. Zack. Oh nein! Oh, genau. Martin, jetzt liest er erstmal die Leviten. So geht das mal gar nicht hier. Das geht doch nicht. Lustige Gesichter schneiden? Ne, lass mal. No, wieso können wir jetzt nicht sagen, dass es nicht in Ordnung ist? So einen gewissen Erziehungsstatus hat er doch auch schon. Kinderbuch lesen wäre zwar voll gut hier, aber ne, gemein sein wollen wir ja auch nicht. Und in der Kinderbetreuung gibt's hier nichts. Baden ins Bett bringen, in Schlaf lesen, Schaumbad. Das scheint also der Mutter vorbehalten zu sein, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Dann machen wir da einfach jetzt, ach so, mehr aus, ne, genau. Ne, geht halt nichts anderes, ne? Dann würde ich sagen, es geht einfach weiter. Gib's ihr noch was zu trinken. Genau. Und wirf das mal weg. Sie scheint ja fertig zu sein. Oder, warte, das hätten wir vielleicht mit dem Dreck machen sollen und ihr sagen sollen, dass es so nicht geht. Kann man das jetzt irgendwie sauber machen? Essen geben, rauslassen, hochheben? Na gut. Naja, gut, dann sieht der jetzt halt so aus, der Kinderstuhl. Säubern könnte man ihn. Oh je, was ist denn jetzt los? Jetzt ist sie aber schlecht gelaunt. Warum? Sie ist sehr traurig. Warum ist sie denn sehr traurig? Sie hat einen Albtraum gehabt. Sie hatte einen schlimmen Albtraum. Ein bisschen Trost sollte reichen, um sie wieder einschlafen lassen zu können. Ist sie denn schon wieder müde? Nein, sie ist doch noch gar nicht müde. Hä? Vielleicht wollen wir sie mal trösten. Geschichte erzählen. Mehr Auswahl. Kinderbetreuung. Das ist immer nur das Gleiche hier. Dann erzählen wir ihr jetzt eine Geschichte. Kinderbuch vorlesen haben wir jetzt lustigerweise nicht mehr zur Auswahl. Martin fühlt sich voll unwohl. Er ist immer noch total nass. Ach komm, Martin, jetzt stell dich mal nicht so an. Also. Genau, er trinkt sein Wasser und er erzählt ihr jetzt eine Geschichte. Oh je, ich hoffe, das kommt gut an. Jo, also, pass mal auf. Also, da war einmal eine Bärenfamilie, ja? Und wie war nochmal die Geschichte? Ach so, warte mal. Irgendjemand war müde, das kann ich dir auch noch sagen. Ja. Oh, verdammte Hacke, das verbessert ihre Stimmung überhaupt nicht. Frau Dori, was möchte sie denn gerne machen? Sie brabbelt jetzt ein bisschen vor sich hin. Wähle weinen. Oh, wir können weinen? Ich finde es fast gruselig, dass man dann so ein kleines Kind mit seinen Bedürfnissen steuern kann. Aber wir können das machen. Wir wollen jetzt mal weinen. Diana möchte jetzt weinen. Martin, was ist denn? Genau, die ist so traurig. Und kommt die Miri nach Hause. Sie hat 388 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet. Das ist natürlich schön. Ui, und was ist mit ihr? Sie ist total kokett. Aber doch nicht wegen der Arbeit, oder? Naja, gut. Sie wird erstmal gleich reinkommen und dann wird sie sehen, dass ihr kleiner Schatz weint. So bitterlich. Oh, der Martin, vielleicht solltest du dich mal ganz, ganz schnell hier rum kümmern. Überprüfen? Sprechen beibringen? Wieso kann er ihr denn nicht, warum kann er sie nicht in den Arm nehmen oder so? Oder, weil er sich so unwohl fühlt oder was? Nein, du guckst jetzt keinen Kanal und du wirst jetzt auch nicht mit Puppen spielen, haben wir nämlich nicht. Und das Haus putzen wirst du auch nicht und du wirst auch nicht dich, weißt, wieso willst du dich denn über Vampire informieren? Nein, machen wir auch nicht. Und dann haben wir hier sonst noch Tag Urlaub nehmen. Was? Er will mit Miri plaudern. Er will jetzt einfach ein Gespräch mit Erwachsenen haben, glaube ich. Und das wird nicht besser werden. Können wir ihn denn ansprechen? Oh, okay, alles klar. Weinen war jetzt mal genug.
Jetzt können wir mal eine Geschichte hier vor uns herbrabbeln. Was ist das denn? Bedürfnisse. Wieso ist denn da so ein kleiner Giftzahn? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, sie hat bald wieder Hunger. Wieso hat das Ding hier so komische Bewegen? Aha. Sie hat nichts dabei. Was haben wir hier? Simologie. Manieren und so weiter. Wir machen hier mal. Ah, die Mama ist nach Hause gekommen. Die kümmert sich jetzt um dich. Also, Manieren, emotionale Kontrolle, Verantwortung, Empathie, Konfliktlösung. Okay. Ihr Merkmal ist, sie ist neugierig. Und ansonsten, ich weiß jetzt nicht, warum wir da so ein komisches Zeichen unten dran haben. Aber okay. Okay, okay, okay. Da ist die Mama wieder zu Hause. Richtig. Und was machst du jetzt mit ihr? Du willst sie um ein Getränk bitten? Wieso schon wieder? Also ich meine, naja gut. Wir müssen wahrscheinlich bei Diana ein bisschen besser darauf achten, dass der Hungerbalken nicht in den grünen Bereich geht. Die können übrigens am Boden essen, aber am liebsten sitzen die dabei in einem Hochstuhl. Okay, dann fragen wir doch mal, oh, erstmal liebevoll umarmen. Oh, das ist ja schön. Genau. Benaza? Schlauf. Genau. Was machst du jetzt? Du musst die Mama jetzt ganz liebevoll umarmen. Oh, ist das schön. Wie herzerwärmend. Und sie um ein Getränk bitten. Ja, hallo Diana. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hast du auch schon ein Fass auf dem Töpfchen gemacht? Du willst doch kein altes Lama sein, oder? Die Mama war arbeiten und jetzt ist die Mama auch wieder zu Hause. Was? Du möchtest etwas zu trinken haben und du willst spielen? Na, das kannst du natürlich auf jeden Fall machen. Und sie ist was immer noch so traurig. Mensch, wann hört das denn mal auf? Jetzt bitte doch die Mama um ein Getränk. Getränk, da. Ja, dann frag sie doch. Um Essen bitten. Genau, jetzt hat die Miriam auch endlich mal gecheckt, dass die Kleine Hunger hat. Aber es ist mit dem Stuhl hier passiert. Jetzt wird die Kleine erstmal in den vollgeschmürten Stuhl reingesetzt. Oh, wie niedlich, sogar die Pobacken sind hier abge... Ich verstehe das nicht. Was, warum? Moment. Was ist denn hiermit? Das ist leer, oder? Das kann sie nicht mehr trinken. Was will sie jetzt machen? Sie will jetzt spielen gehen. Und die Miri geht jetzt auch einfach nach oben. Ich verstehe das nicht. So richtig gut funktionieren tut es hier noch nicht. Kann das sein? Naja, gut. So, guck mal, was hältst du davon, wenn du das mal sauber machst? In deiner Anwesenheit hat Diana das ja total verdreckt. Insofern, wo geht denn die jetzt hin zum Spielen? Oh, in Martins Zimmer. Und was macht sie jetzt? Oh. Oh, zack, erstmal ein Stück rausbrechen aus dem Schrank. Sehr gut. Oh, sie spielt an seinem Schrank. Oh, noch ein Stück abgebrochen. Sehr gut. Das braucht man alles nicht. Genau, schmeißt alles weg. Und noch so ein Stück, schwupps, weg damit. Oh mein Gott, die macht alles durcheinander. Der Martin wird das hassen. Oh mein Gott, der Martin wird das so hassen. Gucken mal ganz schnell. Er hat jetzt alles wieder sauber gemacht. Wunderbar. Du, was... Es macht eigentlich die Miri gerade. Die sitzt schon wieder am Schreibtisch, okay. Naja, Martin hat ja auch frei, Miri nicht. Wir haben 15.31 Uhr, eigentlich eine ganz gute Zeit. Vielleicht, was machst du hier gerade? Du räumst auf, okay. Und danach gibst du der Kleinen vielleicht auch nochmal, genau, lies ihr mal ein Buch vor. Ich glaube, der Kleinen geht so ganz gut. Ist total energiegeladen und hat aber auch Hunger. Oh, warte mal, dann nix mit Buch. Dann wollen wir Chaos veranstalten. Widerlich sein, Windel benutzen, dem Boden ein Nickerchen machen. Ach, wie süß. Wir könnten das Outfit ändern. Was hat sie denn hier sonst noch an? Hä? Ach so, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Das können wir anscheinend irgendwie jederzeit machen. Gut. Kleider ausziehen, das ist sehr gut. Energiegeladene Kinder machen sich immer erst einmal nackig. Super. Flop. Oh, Diana. Oh, ihre Manieren sind gerade ziemlich schlecht nur dadurch geworden. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also wahrscheinlich sollte man jetzt nach den Simpson-Kind dafür tadeln. Aber Entschuldigung, die haben halt noch kein Schamgefühl. Und das ist auch ganz gut so eigentlich. Eigentlich finde ich, sollte man Kindern zwar anerziehen, dass sie sich... dass ihr Körper halt ihrer ist und dass da nicht jeder Zugriff drauf hat und so weiter und so fort. Aber...
Ich finde, wenn ein Schamgefühl zu groß ist, sodass kleine Mädchen in der Umkleide anfangen zu kreischen, nur weil irgendjemand an der Tür geklopft hat, ist dann auch wieder zu viel. Was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Was, Martin, du musst es aufräumen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Miri muss mal runterkommen und ihre Tochter erziehen hier. Oh, ich finde das so süß. Hauptsache, die geht so nicht aus der Haustür. Moment! Moment! Wo geht die kleine Maus hin? Das geht nicht. Türe abschließen für... Abschließen für... Miss! Die geht doch jetzt so nicht auf die Straße. Oh! Die geht jetzt einfach nackig mit... Was? Miri, jetzt komm ganz schnell und hol dein Kind zurück. Nein! Was? Kinderbetreuung. Wir ziehen sie erstmal wieder an. Ich glaube, das geht. Outfit ändern und zwar in... Hier, zieh deinem Kind Klamotten an. Sie geht einfach raus! Tut doch jemand was! Wie gut, dass sie so lange braucht, um hier runterzusteigen. Oh, 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 was haben wir denn da? Kind allein unterwegs. Oh mein Gott, oh mein Gott. Miri, schnell. Miri, schnell. Miri, die geht jetzt spazieren. La, 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 la. Aber sie rennt hier draußen rum. Ah, ah. Um Gottes Willen, was denn jetzt passiert? Ich verstehe das nicht. Aber Miri hatte den Auftrag, ihr was anzuziehen. Jetzt ist sie einfach rausgerannt. Hat sich einmal hier der Nachbarschaft präsentiert, ja? Ich verstehe es nicht. Okay. Wo ist denn Miri jetzt? Miri, komm mal schneller runter. Wie gut, dass deine Tochter sich hier draußen eines Besseren besonnen hat und sich wieder angezogen hat. Ach Mann, kleiner Schatz, du darfst doch nicht alleine hier rumlaufen. Das Wetter ist außerdem ganz, ganz schlecht für zu warm angezogen. Guck mal, wie schön es gerade ist. Hm? Was möchtest du? Ach, die quatscht jetzt einfach mit dir, oder wie? Frage von Diana anhören, ne? Okay. Um Essen bitten. Genau, frag mal schön um Essen. Was, du hast Hunger? Ja? Ja, dann wollen wir dir mal was zu essen holen. Genau, jetzt wird die Kleine in den Hochstuhl gepackt. Ach, das ist gut, sehr schön. Wie ist es jetzt hier eigentlich mal mit Töpfchentraining? Und wieso ist das Licht hier aus? Ach so, weil Martin war im Badezimmer. Okay, gut, also erstmal essen, dann machen wir gleich vielleicht mal wieder ein bisschen Töpfchentraining nach dem Essen, oder? Hm? Danach Diana beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Genau, das kommt aber bitte danach. So, die kleine Maus hat schon was gegessen. Es geht einfach total schnell hier, hä? Ne? Genau. Ja, schmeckt dir das gut? Hat's Milch eigentlich oder Wasser trinken? Kann das sein, dass aktuell feste Nahrung à la ein Sandwich oder so zu viel für sie wäre? Guck mal. Windel benutzen. Ja gut, dann macht sie jetzt halt gleich in die Windel. Das ist halt so. Kann ja auch nichts machen. Es tut sie gerade parallel, also gut. Dann hat Miri aber auch einen Grund, ihr das Töpfchen näher zu bringen. Wenn man überlegt, dass Diana gerade erst im Säuglingsalter eigentlich entwachsen ist, ne? Naja gut, Miri, du wolltest aber eigentlich deinem Töchterlein gleich beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Da, komm. Ja, komm. Hm, und lass sie nicht hier alleine sitzen, das ist auch nicht gut. Ist viel zu gefährlich. Die vorausgesuchten Sachen sind aber eigentlich ganz niedlich, ne? Passt ganz gut. Aber ich bin mal gespannt, ob hier dieses Zeichen weggeht. Bedürfnisse, oh. Hm. Ja, was haben wir hier? Da noch gar nichts, wartet. Nicht für diesen Sim verfügbar. Ja, weil der wahrscheinlich noch zu klein ist. So, kleine Maus, kommt. Wir gehen mal nach oben. Oh, und da mache ich dich erstens sauber. Was ist hier? Warum Kleider tragen? Kleider sind doof. Nackig ist spitze. Richtig, Diana, das hast du genau richtig erkannt. Nackig ist spitze. Mhm. Also, kleine Maus, guck mal, du hast in die Windel gemacht, aber das ist gar nicht nötig. Du kannst nämlich einfach plopp da auf die Toilette gehen, auf deine kleine Toilette. Und du schaffst das schon. Komm schon. Was macht sie? Versuchen, aufs Töpfchen zu gehen, okay?
Und danach will sie ein bisschen spielen. Ist okay. Ja, ist okay. Die restlichen Bedürfnisse sind auch völlig in Ordnung. Ja, aber was? Wie steht's denn eigentlich mit den Bedürfnissen von unserem Martin? Der ist jetzt gerade irgendwie an den Rechner gegangen und will was machen? Er will im Internet surfen. Aber Martin, wollen wir dich nicht vielleicht lieber nochmal irgendwie verabreden? Huh? Du wolltest doch sowieso bestimmt mal ins Fitnessstudio gehen, hm? Ha? Vielleicht geht dein neuer Schwarm auch gerne ins Fitnessstudio. Was hältst du davon, ha? Huh? Also ich würde sagen, Martin reist mal. Martin geht auf Reisen. Genau. Und er versucht mal den, wer war denn das nochmal? War das der Mike Mertens? Oh, verdorri nochmal. Wer war denn das, mit dem er da so interessante, sehr anregende Gespräche hatte? Ich glaube, es war der Mike Mertens, oder? Moment, hier mit einem Herzchen. Das war der Ayan, stimmt, mit seinem Haiti-Hemd hier. Genau, der Ayan wird dich dort auch treffen. Sehr schön. Hier wird noch darüber diskutiert, dass man nicht in die Hose macht. Und am Telefon wird gerade eine Verabredung im Fitnessstudio getroffen. Oder? Also im Fitnessstudio ist vielleicht schlecht. Ich glaube, der Ayan war auch völlig zufrieden damit, wie der Martin aussah, sonst wäre er nicht so auf ihn angesprungen. Packen wir den Martin vielleicht später mal noch ins Fitnessstudio. Aber jetzt können wir mit ihm mal in die Stadt fahren zum Beispiel. Oh, romantische Aura. Oh ja, wir könnten in die Sternengucker-Lounge gehen. Da treffen wir uns jetzt mit dem Ayan. Ich habe zwar bisher Probleme gehabt manchmal mit der Stadt, weil manchmal da Dinge komisch laden nur, aber wer weiß, vielleicht klappt es ja heute etwas besser.